Okay, also werden wir wahrscheinlich. What the fuck? Warum laufen da jetzt ein Runner um und um? Was? Und ich glaube, es ist nicht nur einer, ich höre noch einen anderen. Oder ist das der, der drinnen ist? Aber warum ist denn da jetzt ein? Warum ist denn da jetzt ein Typ, der da rumläuft? Oh shit, ich glaube, die sind, weil wir jetzt hier ein bisschen zu viel Krach gemacht haben, ausgebüxt. Okay. Oh scheiße. Okay. Gut, das kriegen wir aber hin. Wir können den da hinten, glaube ich, einigermaßen gut ambushen. Okay, ich lege mich einfach hin. Okay, ich glaube, die hätte mich sonst gerade entdeckt. Holy fuck. Alter, was laufen denn jetzt hier auf einmal Runner einfach herum? Nix. Nix da. Gott. Garantiert nicht. Konzentration. Auf den Hügel. Ja, ja. Ich weiß, wir müssen da irgendwie hin. Aber jetzt schauen wir uns erstmal. Die sind doch da rausgekommen, oder? Und offenbar sind die nicht die einzigen Dinge, die hier drin sind. Das ist ein Shambler. Oh fuck. Okay, Moment. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie ein Advantage, wenn wir hier lang gehen. Fuck. Ich meine, wir können hier wahrscheinlich durchbrechen. Die Frage ist, da geht es, glaube ich, nirgendwo weiter. Ich glaube, das ist hier nur so ein Bonusraum. Nicht noch einer. Okay, das andere ist ein Runner, glaube ich, oder? Alter, du stehst jetzt ziemlich scheiße. Wo ist der Runner? Okay, hier ist noch ein bisschen Stuff. Das ist gut von unserem Fight vorhin. Oh, da. Okay, der scheint dort hinten zu chillen. Okay. Oh, hier sind ganz schön viele Pillen wieder. Ja, ist gut. Ganz ruhig. Nicht den Shambler attackieren. Beziehungsweise zu uns locken. Ich frage mich hier ehrlich gesagt, ob wir den Shambler mit einem einzelnen Schuss aus unserer schallgedämpften Pistole platt machen können. Oh shit. Ich glaube, wir werden es relativ bald rausfinden. Ich werde es einfach probieren. Ich werde sicherheitshalber hier eine Sprengfalle hinlegen, falls es nicht klappt. Weil wir haben, wie gesagt, so gut. Außerdem können wir die ja wieder mitnehmen. Dafür muss er mich aber, glaube ich, anschauen. Ist, glaube ich, besser. Weil ich schaut so aus, als würde er da am Rücken irgendwie Panzerung oder was haben.
Komm, schau her. Gut, dann komm ich halt zu dir und schau dir in deine hässliche Fresse, du Pisser. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, das hat aber funktioniert. Und es schaut so aus, als würde es das gewesen sein. Alter, leck mich. Okay, wir brauchen einen neuen Schalldämpfer für die Waffe. Und damit sind wir sogar zum ersten Mal, bilde ich mir ein, hier mit einer Ressource wirklich komplett am Arsch. Da hängt was, ich habe es gesehen, aber ich will jetzt erstmal schauen, ob hier noch... Was ist das hier? Oh, hier ist die Treppe. Ja, nee, dann gehe ich jetzt hier erstmal nicht raus. Dann glaube ich, geht's hier tatsächlich weiter, wo die Viecher drin waren. Aber gut, was ist das? Jo, also wahrscheinlich hier, Yolanda. Wenn Dale vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen. Aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie selbst eins, sonst kommt er deswegen noch 10-mal an. Die Kombination ist 30, 82, 65. Jemand muss mit seiner Frau reden. Ich weiß, sie will glauben, dass er wieder in Ordnung kommt, aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht sehen. In der WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihr übel nehmen, wenn sie geht. Außer Boris. Aber scheiß auf den. Okay, also Boris scheint nicht so hundertprozentig bei allen beliebt zu sein. Auch diejenigen, die die WLF nicht mögen. Da ist er auch nicht bei jedem der Superheld. Apropos Superheld, wir haben jetzt schon wieder einige Zeit lang nicht so wirklich Karten gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, nee. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben vorhin oben die Karte gefunden. Ja, okay, Ich bin schon wieder ruhig, offenbar. Alles, was ich sage, wird gegen mich verwendet werden. Beziehungsweise wendet sich von selbst gegen mich. Was noch irgendwie ein bisschen blöder ist. So, da. Hier wäre es auch super, hier für diese eine Flüssigkeit, die wir gerade relativ knapp haben. Okay. Hier aber nicht. Ist hier vielleicht was drin? Nee. Weil wie gesagt, hier tatsächlich Kanister haben wir so ziemlich gar keine aktuell. Aber gut, vielleicht in dem Safe, wo wir gerade die Kombination für gefunden haben. Vielleicht ist da ja was drin. Gut, aber erstmal mach ich den hier. Stopp. Ist das ein Kanister? Das schaut so unfassbar danach, als könnte man das aufheben, dieses Hundefutter. Oder was das sein soll. Kann man aber nicht. Was echt ärgerlich ist. So, wir machen mal kurz diesen hier, falls wir fliehen müssen. Oh, hier ist noch eine Notiz. Oh, sehr schön, ein weiterer Schalldämpfer ist uns sicher. Nein, ich übersehe die Notiz nicht. Ich will nur erstmal... Oh, 16 Pillen? Moment, können wir dann eventuell... wir können aber nur hier in dem neuen Fähigkeitenbaum was machen. Erhöhte Stabilität. Das hier wäre halt geil, dafür müssen wir eh das investieren. Aber wir sind so kurz davor, schnellere Kills zu machen, dass ich das jetzt nicht einfach links liegen lassen möchte. Moment, wo war jetzt die Notiz hier? Okay, ich sollte vielleicht doch weiterhin alles aufnehmen, sobald ich es finde. Nicht das am Ende. Naja. Uli, oder wie auch immer man die ausspricht. Es war Boris. Ich habe gesehen, wie er diese WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße. Ich kapier's ja. Sie haben seine Tochter getötet. Aber er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist ein Freund, aber diese Wolves haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von drei ihrer Leute decken. Bitte komm nach Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. X.
Diese Nebengeschichte finde ich jetzt hier sehr interessant. Ich bin gespannt, ob die jetzt Boris verpfeifen werden. Nachdem er ja hier die Tochter gedingst hat. Dass mir das Wort einfällt. Wie komme ich zu der Treppe? Ja, ich weiß, dass wir bei der Treppe... Ich meine, wie dumm glaubt ihr, dass ich bin? Wie dumm glaubt ihr, dass ich bin? Das ist auch super. Moment, hier sind wir hergekommen, oder? Doch, hier sind wir hergekommen. Moment, gab's hier nicht noch was? Achso, nee, hier gab's das Ding. Ich bilde mir aber ein hier... Nee, wir sind hier... Doch, wir sind hier hergekommen. Alter, ich bin schon wieder so verwirrt. Nee, doch, wir sind da hergekommen, Alter. Ich denke mir gerade, das kommt mir bekannt vor, aber sind wir hierher gekommen? Nee, wir sind hierher gekommen. Nee, wir sind nicht hierher gekommen. Ja. Diese ganzen Infizierten hier machen mich irgendwie plemplem. Hier in dem Tattoo-Studio. Warum haben wir das übersehen? Wir waren hier schon drin, oder? Gott, hier schaut inzwischen jedes Haus, auch wenn es hier Tattoo-Studio und hier Liquor Store und was auch immer das gerade war, irgendein komisches Restaurant, auch wenn hier alles so einzeln ist. Außerdem bilde ich mir ein, wir haben schon diesen Tresor, über den gerade gesprochen wurde, gesehen. Aber jetzt gerade bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Gefühlt, seit wir hier in Hillcrest sind, schaut alles so ähnlich aus. Nee, wir waren doch noch nicht hier. Hä? Aber wir waren doch hundertprozentig schon hier. Hier hat Ellie doch gesagt, dass sie ein neues Tattoo will. Oder? Alter, ich bin gerade echt verwirrt. Oder war das ein anderer Tattoo? Alter, ich bin jetzt echt so... So plemplem. Uli, unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen. Aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken, die Brand... Wir haben diese Notiz schon gelesen. Ich bin doch nicht dumm, oder? Oder? Okay, wisst ihr was? Das schaue ich jetzt mal ganz kurz sogar in der Aufnahme, beziehungsweise ich glaube, das müsste dann eigentlich schon vor der Aufnahme gewesen sein, im letzten Part. Wie dem auch sei, ich schaue das jetzt mal ganz kurz nach. Und ja, weil ich bin gerade wirklich so sehr stark am Zweifeln, ob ich gerade einfach nur dumm bin oder ob durch irgendwie das Restarten irgendwas anders. Okay, und schon bin ich wieder da, aber ja, also wir haben das auf jeden Fall schon gesehen. Ich bin ja nicht dumm. Wie gesagt, Ellie hat den Kommentar abgelassen. Ich war nur gerade unfassbar verwirrt, weil offensichtlich, als wir da gestorben sind, hat's irgendwas an dem Save-File entweder zerschossen oder weil ich auf Kontrollpunkt... Ich glaube, bin ich nicht auf Kontrollpunkt neu laden gegangen? Wie dem auch sei, auf jeden Fall... Ich weiß nicht warum, aber aus irgendwelchen Gründen ist es jetzt halt respawned, der Stuff und der Brief. Was unfassbar komisch ist gerade, aber wir waren hier schon mal. Und ich entschuldige mich dafür, dass es keine Abmod zum letzten Part gab, weil
Ich, mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass ich schon deutlich über eine Stunde jetzt am Aufnehmen bin. Von daher, ja, also für diesen Part am Aufnehmen bin. So, da. Oh, und hier ist der Müllcontainer, den wir wofür brauchen. Können wir den überhaupt verwenden? Ja doch, wir können ihn verwenden. Moment. Aber... okay. Ich dachte gerade, was ist das für ein komisches Geräusch? Moment, aber wofür können wir den verwenden können? Aber... hä? Ich meine, meine erste Idee gerade, als ich den Müllcontainer hier gesehen habe, weil ich auch schon hier dran gedacht habe, dass man hier den Müll... hier irgendeinen Müllcontainer oder was reinschieben muss und dann da hochkommt. Weil das schaut doch so clean aus, dass man da genau hoch kann. Das ist die Breite von dem Müllcontainer. Und man kann hier den schön runterschieben und allem. Aber wenn es dort hinten ja die Tür gibt... ich meine, wir können das trotzdem probieren. Und dann schauen wir uns die Tür an und schauen, ob vielleicht... vielleicht ist die Tür ja verklemmt oder sowas. Die Tür ist nämlich irgendwie so ein 60-jähriger alter Mann oder 80-jähriger alter Mann oder wie auch immer, verklemmt. Sehr guter Witz. Und jetzt bin ich mir nicht... okay, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, weil hier liegt schon wieder Stuff rum. Ob... also aus irgendwelchen Gründen... hier liegt nämlich... aus irgendwelchen Gründen ist... also im Tattoo-Studio habe ich nachgeschaut, da waren wir drin. Da ist definitiv der Stuff respawned, weil ich habe vorhin gesehen, dass ich tatsächlich das schon in der Aufnahme tatsächlich gelesen habe. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich habe nämlich nicht geschaut, ob wir hier schon drin waren. Weil das schaut auch wieder so ähnlich aus wie das Studio, hier dieser Friseursalon, aber ich glaube, wir waren hier noch nicht drin. Das schaut nämlich ein bisschen neu aus. Wenn auch nicht viel. Das hier ist so unfassbar verwirrend, diese Gegend. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Vielleicht ist das wirklich nur... bin das wirklich nur ich. Aber das hier wirkt unfassbar... einheitsbreiig, sage ich jetzt mal. Es gab es in Pittsburgh in The Last of Us auch so ein bisschen. Okay, wir können den sogar hier nehmen. Das ist gut. So. Hallo? Okay, what the fuck? Willst du nicht? Dreckscontainer. Hä? Hä? Nee, du kriegst den hier echt nicht raus. Ich glaube, der ist so... ich glaube, diese 2 Zentimeter sind zu hoch für den. Du kommst da nicht raus. Oh, naja, okay. Aber vielleicht ist es nur gedacht, dass wir hier das hier... was? Oh, what the fuck? Ja, genau dasselbe habe ich mir gerade auch gedacht. What the actual hell? Ich öffne da so ganz ohne Ding eine Tür. Und zack, sind da 10.000 Typen drin, die mich verfolgen. Beziehungsweise instant entdecken. Ja gut, ist schon klar, dass wenn ich die einfach disturbe, dass die mich dann entdecken. Aber ich habe mir gedacht... ich habe mir vorher kurz gedacht, ich habe da was gehört. Aber dann hat es sich doch so angehört, als wäre das so dieses typische Hintergrundstöhnen, das man hin und wieder hört. Und haben mir nichts dabei gedacht. So, ist da jetzt noch was drin? Schaut nicht so aus. Sieht aus, als wären sie hier Jahre gewesen. Oh! Und hier ist der Tresor, von dem wir die Kombination gefunden haben.
dann habe ich mich vorher offenbar doch... Das war, glaube ich, der Anfang aller Verwirrung, dass ich gedacht habe, dass wir in dem Anfangsraum, wo wir reingekommen sind, einen Tresor gefunden haben. Aber ich glaube, dieser Anfangsraum, wo wir reingekommen sind, der war nämlich irgendwo... Das war nämlich in irgendeinem Anfang... Irgendeinen anderen Anfangsraum, wo wir reingekommen sind. Und wo zur Hölle geht's jetzt hier schon wieder hin mit der Tür? Oh, in so ein Minibüro. Okay, das war... Also, da können Sie mir jetzt alles erzählen, aber hiervon weiß ich, dass es neu ist, weil ich mich an diese 100 Milliarden, die einen auf einmal entdecken und zur Flucht zwingen und dann zur strategischen, sinnhaften Überlegung, die ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt habe, hätte ich, glaube ich, gewusst. Moment, wir brauchen das hier. Oh, dafür brauchen wir aber wieder einen Kanister. Aber wir finden sicher nochmal einen Kanister. Verbesserte Medikits. Ja, am Arsch, ne. Wir sind vier davon entfernt, die ultra geilen Stealth-Kills zu machen. Moment, war hier noch? Achso, das haben wir schon aufgemacht. So, und jetzt haben wir hier auch die Kombination für. Ist ja auch nicht so häufig, dass wir die Kombination vor dem... Safe selber finden. So, 30, 82, 65. 30, 82, 65. Und 30, 2, also 82 und 65. So, da kommen vier Pillen. Vier Pillen sind da drin. Vier Pillen. Oh, der Holster für die Dingwaffen, dass wir jetzt beide gleichzeitig tragen können, offensichtlich. Gut. Also ich schätze mal, dass das sein wird. Weil dasselbe für die Großen haben wir schon, genau, Kurzwaffenholster. Genau. Sehr schön. Okay, das bisschen Muni, was wir verbraucht haben, kriegen wir auch wieder zurück. Oder zumindest den Großteil davon. Nur keine Pillen, leider. Es fehlen fucking vier Pillen für die... ich glaube, für das tatsächlich beste Upgrade hier im Spiel. Wir kommen sonst hier auch nirgendwo anders mit dem Müllcontainer hoch. Weil das könnte ich mir echt vorstellen, dass man den zwar von hier wegschiebt, aber wenn man den dann hier in die Ecke schiebt, dass man da irgendwie hochkommt. Aber das schaut alles nicht so danach aus. Ne, hier sind die Bäume. Ne. Ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt, da wir den Müllcontainer nicht verwenden können, hier weiter. Gefühlt waren wir jetzt in diesem einen kleinen Gebiet. Wobei, wir waren am Ende. Also von, ich schätze mal, ich werde den Part ja geteilt haben irgendwann. Also wir waren jetzt wahrscheinlich nicht länger als einen Part hier drin. Je nachdem, wie ich die Parts jetzt hier aufgeteilt habe. Ist jetzt vielleicht auch wieder Zeit, schon wieder diesen Part zu beenden. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir schauen hier noch einfach mal kurz, was hier diese Treppe auf uns warten lässt. Sehr gutes Deutsch mal wieder. Okay. Das ist gut, dass der auf dem Holsterplatz ist. Wenn wir jetzt hier sind, angenommen. Und ich will schnell zum Gewehr. Oh, ne. Okay, das funktioniert so. Es funktioniert so, dass sobald einmal das Inventar ausgeblendet ist, ich dann sofort die Seite wechsle. Okay. Das wollte ich nur ganz kurz rausbekommen. So, da. Jetzt geht's tatsächlich mal weiter. Hier liegen Pillen. Dammit. Ich will diese vier Pillen. Ich glaube, man merkt's. Oh. Oh, was ist das für ein komisches Ding? So. Warum sollte ich jetzt hier runterspringen? Ich habe gerade kurz mit dem Gedanken gespielt. Aber nee. Ah. Nee.
Wie gesagt, irgendwann wird da was liegen. Beziehungsweise es ist ja schon was drin gelegen. Von daher, irgendwann wird es wieder soweit sein. Das sind Pfeile. Und wo es Pfeile gibt, gibt es vielleicht auch meine Lieblingswaffe aus The Last of Us Teil 1. Nur für den Fall. Gut gezielt. Das schaut übrigens fast so aus wie ein Shambler. Mit den vielen Pilzen. Oder der ist einfach schon unfassbar lange tot und der Pilz ist dann einfach so ein bisschen gespreadet. Aber auch komisch, dass es mitten hier am Tageslicht tut und also hier in der dunklen Ecke da unten hätte ich es mir vorstellen können. Aber hier? Hier ist es schon ein bisschen komisch. Aber ich... Wow, was war das? Ich glaube, das waren die Wolves. Sei am Leben, Tommy. Oh, fuck. Okay. Ich will mich jetzt hier erstmal ins Gras begeben. Oh shit, der wäre gerade unfassbar gut zu mir gekommen, dass ich ihn einfach hätte abknallen müssen. Oh nein. Ihr seid gerade hier so unfassbar in einem 10 Quadratkilometer, also gefühlt großen Raum, wo nichts drin ist. Und ihr seid drei. Fällt mir jetzt nicht so. Okay. Hört sich so an, als wäre der direkt da rechts neben mir. Okay, jetzt gerade schlechter Zeitpunkt. Gut, dass denen das relativ wurscht ist, wenn hier andere Infizierte rumliegen, tot. Das macht die nur so ein bisschen einfacher als die menschlichen Gegner. Okay, komm schon. Alter, jetzt genau geht's ja natürlich nicht mehr hier herum. Jetzt, wo ich nicht mehr so richtig scheiße positioniert bin, kommt's ja natürlich nicht dorthin, wo ihr mich nur nerven könnt, wenn ich scheiße positioniert bin. Oh, wobei doch. Okay, hier gibt's Gott sei Dank echt nur die drei.
Die Frage ist, warum sollte ich die jetzt auf Biegen und Brechen töten? Andererseits, ich weiß gerade auch nicht, wo es weitergeht und will mich hier gerne noch ein bisschen umschauen. Okay, wir warten jetzt hier noch ganz kurz, bis der eventuell zu uns herkommt. Oder der. Die gehen nur so ein bisschen ganz krass dieselbe Route ab, oder so eine sehr ähnliche Route. Das sieht der nicht. Ja, genau. Sicherheitshalber noch mal ganz kurz umschauen, ob es hier noch einen anderen gibt, der jetzt eventuell sich dazu gesellt hat. Aber prinzipiell sollten wir den jetzt einigermaßen gut ausschalten können. Ich wollte schon und das wäre mein Tod gewesen. Beziehungsweise meine, ich werde entdeckt. Und down. Ja, die schauen aber in The Last of Us 2 auch besonders grauslich aus. Mann. So, da hier wird wahrscheinlich nichts sein. Ich wollte vor allen Dingen schauen, ob man vielleicht in das Haus reinkommt. Oder ob hier bei dem Griller vielleicht noch irgendwas ist, aber... Tja, ich glaube, hier gab es außer den drei Infizierten wirklich nichts. Hier drin auch nicht, das hätte ich ja schon gesehen. Bin ja hier gut rumgeschlichen. Scheiße. Keiner von den Infizierten hat was droppen lassen, was auch nochmal schön ist. Oder halt nicht schön. Hier ist auch nichts drin. Das war, glaube ich, hoffentlich nur ein Rabe. Was stand hier drauf? Please? Please slow down. Oh, hier war eine Spielstraße offensichtlich. Ja, so viel gespielt wird hier jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Gut. Oh, wollen wir mal kurz? Oh. Sonst noch was? Nee. Okay, das schaut irgendwie unheimlich aus. Und hier sind Pillen! Und eine Notiz. Vor allen Dingen die Pillen waren gut. Okay. Yolanda, es tut mir leid. Ich werde mich nicht mehr um Alfie kümmern können. Du hattest recht mit den Wolves. Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves meiner armen Sophia angetan haben. Und was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen? Ich hatte Wolfblut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Also die Wolves wurden ja dann offensichtlich oder werden langsam, ich weiß nicht wie aktuell das ist, hier von den Boris-Typen so ein bisschen abgelöst bzw. platt gemacht. Ich frage mich halt, ob die ganzen Leute, die wir jetzt hier encountern,
Also nicht Abby, aber die Leute, die halt jetzt hier sind, ob das eher Boris-Männer sind oder immer noch die Wolves. Oh, es geht weiter. Ich habe sie vergiftet, eine nach dem anderen. Nicht, um sie zu töten, sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in eine spurenverseuchte Garage geschleppt. Uli wachte auf. Wir kämpften. Ich habe ihn eingesperrt, aber er hat mich gebissen. Diese Verräter werden zusehen. Oh, das mit der Garage war übrigens wahrscheinlich da, wo wir gerade die einigen Typen gefunden haben. Aber er hat mich gebissen. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Okay, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Bei mir geht es schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkommst und das alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid. Boris. Scheiße. Okay, also hier Boris und Yolanda Story hier über die 3-4 Gebiete jetzt hier verteilt. Fand ich saugut. War auch in The Last of Us 1 schon immer einer meiner liebsten Sachen hier, diese Sachen ausfindig zu machen. Sale. Super Schlussverkauf. Unschlagbare Angebote bei Rossmanns. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 25% auf den gesamten Einkauf. Ich frage mich, wie viel vor der Apokalypse das war. Es hat denen ja nicht mehr so viel gebracht. Nehme ich mal ganz stark an. Dass die Leute jetzt nicht verrückt waren nach den Stuff, wenn alles im Bach runtergeht. Und war hier oben noch nicht noch was? Okay, das nehmen wir. Hier ist auch noch was. Okay. Sonst hier ist nichts mehr. Hier ist es halt immer recht dunkel, deswegen muss ich wirklich jeden Winkel ausleuchten. Aber momentan bin ich gerade... Doch, wir haben die Pillen gefunden. Ich dachte, ich habe das jetzt schon wieder fast vergessen. Schnellere, lautlose Kills. Erlernen. So, da. Alles klar. Dann würde ich sagen, wann war der letzte Speicherpunkt? Oh. Verpiss dich! Ich glaube, du bist Boris! Du warst hundertprozentig Boris! Und der hat einen Bogen. Okay, scheiß auf Schalldämpfer. Das wird gehen. Jetzt haben wir gleich zwei Stealth-Optionen. Rezept Pfeil freigeschaltet. Oh, Pfeile muss man machen. In The Last of Us 1, bilde ich mal ein, hat man die immer nur gefunden und man konnte die nicht machen. Das heißt, die werden mir jetzt wahrscheinlich weniger gut. Wobei, das ist dasselbe wie Nahkampfwaffe. Das heißt, entweder Nahkampfwaffe oder Pfeile. Und ich mag Pfeile im Normalfall lieber. Wir können aber sowohl Nahkampfwaffe als auch Pfeile machen. Und es gibt immer zwei. Ja, das ist ja super. Dann werde ich aber das hier so machen. Hier die lautlosen und dann weiter außen die lauten. Wie schießt man? Ich werde das erst... Okay, es ist relativ intuitiv, wie man das alles macht. Wunderbar. Dann würde ich sagen... Das ist doch ein super Abschluss, dass wir jetzt hier einen Bogen gefunden haben. Und wie wir mit dem wahrscheinlich noch mehr Wolves platt machen.
Das, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us Part 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!